Also, ich bin Alexander Karg, ich bin aus Bregenz und ich führe mit meinem Kollegen Michael Ampert das Bohrteam Bregenz. Wir sind ein Urban Drink Store. Wir machen Teegetränke aller Arten und Waffeln machen wir auch. Wir haben zum Beispiel die Babelwaffel da, oder? Wie man es auch kann, oder? Und ja, wir sind aber auf das Ganze gekommen, in dem wir halt viel am Reisen gewesen sind. Wir sind jetzt in der Großstadt viel gewesen. Und natürlich auch zum Beispiel in Amsterdam, dort haben wir ganz viele Bubble-Waffel-Shops und Bubble-Tea-Shops natürlich. Wir haben uns gedacht, wir machen etwas auf die, in die Richtung amerikanisch, USA. Also das ist das mit einer ganzen Latte-Kreation und so und mit einer Sparkling-Teas. Das ist halt alles was ganz Neues, das gibt's noch nicht da. Und deswegen stechen wir mit dem halt ein bisschen raus, oder? Weil wir halt einfach anderes Zeug machen, nicht bloß Bubble-Teas und ja, genau. Das hat es, wie du richtig gesagt hast, bisher im Ländle noch nicht gegeben. Wie sind denn angekommen? Wie war es, wo die erste Zeit offen gehabt? Ich glaube, im Juli haben wir aufgemacht. Ende Juli haben wir aufgemacht gehabt, am 30. Und dann ist es der Dezember, der ganze August, meine ich, ist es ganz gut gelaufen. Also es ist wirklich gut angelaufen. Es sind viele Leute gekommen, von Vorarlberg, vom Oberland aber und auch Touristen sind gekommen, vom Deutschen. Und ja, es war auch wirklich bis zum Schulbeginn super, tipptopp. Und ja, wir hoffen darauf, dass es nächstes Jahr dann auch so weitergeht. Oder wenn dann der Frühling anfängt. Und ja, auf jeden Fall. Also ist gut angekommen. Besonders bei jungen Leuten kommen die ganzen neuen Food Trends super an. Was sagst du persönlich da dazu? Also ich persönlich finde es gut, dass man jetzt mal im Ländle ein bisschen was tut und oder Leute Alternative bietet, beziehungsweise einfach, dass man sagen kann, okay, wie es in der Großstadt abläuft zum Beispiel. Wir haben ja jetzt in Vorarlberg ein paar neue Sachen, oder die in Dornbirn Dunkin' Donuts zum Beispiel, oder da jetzt in Bregenz selber mir. Und ja, aber ich finde es eigentlich super, dass man den Leuten was Neues bieten kann einfach. Und ja. Kommen da ältere Leute vorbei, die sagen, du, hoi, was ist das? Kann man das mal probieren? Oder sind das wirklich hauptsächlich Junge? Also man kann sagen, aber ja, eigentlich jede Generation. Es kommen noch Ältere rein, die das noch nie probiert haben und dann fragen, boah, was ist denn das? Aber meine Tochter, die erzählt mir die ganze Zeit davon, oder die kommt aber oft her und so. Und dann kommen die Älteren erzählen oder probieren. Und das ist dann auch interessant. Oder wenn sie dann zum Beispiel sagen, boah, ja, das schmeckt ja wirklich ganz gut, oder? Weil vom ersten Einblick her meinen die meisten, ja, das ist süß und was schön, süßes Zeug, oder? Aber so süß ist es eigentlich gar nicht, oder? Deswegen sollte ich sagen, so einfach mal probieren, kommen, sicher. Ihr habt einiges im Angebot. Was genau sind denn die Wonder Waffles? Das sind ja im ersten Blick ein bisschen komische Waffeln, nicht die klassischen. Die Wonder Waffles, die nennt man natürlich auch Hongkong-Waffler. Die kommen eigentlich aber von dort, oder? Und das heißt, ist aber die spezielle Art mit deiner Bubbles drin, oder? Und dann haben wir uns gerade gedacht, das passt eigentlich gut dazu. Man will ja auch Bubble Tea zusätzlich verkaufen, oder? Und dann, ja, wird das einfach ein ganz schönes Bild machen, so einfach zusammen. Und dann haben wir uns gedacht, aber machen wir das. Und ist schon ganz gut angelaufen, ja. Ihr habt jetzt in Corona-Zeit aufgemacht. Wie schaut das aus? Kann man bei euch nur to go was abholen? Gibt es eine App auch? Bei uns kann man grundsätzlich aber abholen, Takeaway, den kann man natürlich auch über unsere Webseite www.boat.at bestellen, das geht auch. Und natürlich auch über Lieferando, dort kann man natürlich auch bestellen. Und wir liefern da jetzt reinteilmäßig, also eher im Unterland jetzt da. Und ja. Die vielleicht wichtigste Frage, was haben denn die Vorarlberger für einen Geschmack? Was sind so die Favoriten, die besonders oft bestellt werden? Geht euch auch mal was aus, irgendeine spezielle Sache? Gut laufen tun auf jeden Fall die Waffler. Das ist jetzt auch gar nicht, aber weil es ganz neu ist und Leute jetzt so durch die ganze Werbung oder darauf aufmerksam geworden sind oder und halt jetzt so vorbeikommen, oder? Und was natürlich auch von den Getränken ganz gut läuft, sind aber unsere Bubble Teas eigentlich auch, oder? Und sonst von unseren Latte Specials haben wir den Oreo Schoko da. Das ist schon ein Favorit. Den trinken Kinder auch wirklich ganz gern. Und ja, das sind eigentlich die Sachen, so, wo man ganz gern hat bei uns. Und bei uns geht natürlich auch ab und zu mal was aus. Das ist ganz klar, oder? Weil wir dann ab und zu auch wirklich überrannt werden, ja. So, ich habe natürlich mir ohne den Gala zum so eine Waffel holen. Wie die schmeckt, das sage ich euch gleich. So schaut es auf jeden Fall aus. Die gibt es da im GWL in Bregenz bei den zwei jungen Vorarlbergern. Schaut schon mal ganz lecker aus. Ich bin jetzt gespannt, wie das ist, das zum Essen. So, ich habe jetzt da gerade probiert. Ich finde, das schmeckt echt lecker. Kann man sich mal gönnen. Es gibt verschiedene Toppings. Es ist die Waffel da, die ganz besondere Sushots. Es ist Eis dabei. Man kann verschiedene Sachen drauf tun. Ich habe mich jetzt entschieden für so einen Oreo-Keks.
Sahne, Vanilleeis, Schokosauce und Waffelröllchen. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, probieren es aus, holen euch vielleicht auch einen besonderen Tee dazu oder so eine Latte-Kreation.